Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Eigenregie. Willkommen auf diesem Kanal. Wir werden heute Wootbox März öffnen. Ja, was ist das weird gerade? Und zwar habe ich dieses Video schon mal aufgenommen. Nur im Schnitt ist mir aufgefallen, dass Outer City ab einer gewissen Zeit nicht mehr aufgenommen hat, weil ich aus Versehen auf die Tastatur gekommen bin. In diesem Fall werde ich jetzt einfach so tun, als hätte ich alles vergessen, was ich die letzten Minuten getan habe. Das ist so dumm. Das ist so. Wieso mache ich die jetzt wieder zu? So, und zwar. Oh, ein pinkes Layout auf jeden Fall von innen schon mal. Ich kann das nicht. Das ist ja voll dumm so. Okay, professionell. Denn dieser Kanal steht natürlich für Professionalität. Ja. Motto ist diesen Monat März Duell. Duell der Giganten. Duell von Figuren. Ja. Gut, dass ich kein Schauspieler werde. Ja, womit fangen wir an? Huch. Das T-Shirt, was ja schon ausgepackt ist, aus der Folie. Fangen wir damit an. Ne? T-Shirt Fight Club. Die Seife. Das Spontane ist ja sowas von weg. ja. Machen wir weiter. Der Wootbox Ping von März, K.O. Ich habe auch keinen Bock, den Witz nochmal ein zweites Mal zu bringen. Ich mach einfach K.O. Ja, wie ein Spiel halt, ne? K.O. Als nächstes haben wir von, was momentan natürlich im Trend ist, durch die Booster Opening, unter anderem Yu-Gi-Oh! Eine Gamer Flip Coin. Ich gehe mal stark davon aus, dass man die benutzt, um zu entscheiden, wer von beiden Duellanten zuerst anfängt. Ja, da liegt sie auf dem Boden. Und es war nicht Kopf. Es sieht auf jeden Fall schick aus. Einmal vorne mit dem Köpkes von Yugi. Und hinten einmal, it's time to do. Fokus! Da war. Da ist er, super. Und zwar haben wir von Star Wars sogenannte Bügelbilder. 14 Stück zur Auswahl. Wie man sich auf die Kleidung bügeln kann oder auf den Rucksack oder auf eine Weste. Weiß der Geier, wo man die überall drauf bügeln kann. Als Pop-Up-Funko-Figur haben wir diesmal eine Dragon Ball Z Figur. Hier ist die Bulma. Das Real Life Licht ist am Blenden. So, ist besser. Die gibt es unter anderem zur Auswahl. Kamera, Fokus, super. Vegeta wäre geil gewesen. Oder ist der Goku oder Piccolo, wäre auch cool gewesen. Und damit geben wir uns natürlich auch zufrieden. Ich zeige euch eben das Layout noch vom Karton. Ist diesen Monat in einem schönen Pink gehalten. Mit der Inschrift Wootbox Club. Nebenbei habe ich herausgefunden, im ersten Video wusste ich das nicht direkt, warum das T-Shirt eine Seife hat mit dem Namen Fight Club. Also ich kenne natürlich den Film Fight Club. Ich weiß einfach nicht, warum da eine Seife ist. Habe ich gerade gesagt, herausgefunden? Ich habe es noch nicht herausgefunden, warum das so ist. Aber wenn ihr das wisst, dann schreibt es so bitte in die Kommentare. Ich weiß nicht, was diese Seife mit dem Film Fight Club zu tun hat. Und warum es eine rosane Seife ist oder eine pinke. Nachdem, wie man die Farbe beurteilt. So, was wir noch gemacht haben im ersten Video, was leider nicht erscheinen wird. Auch das sieht hier nicht alles aufgenommen hat. Und zwar haben wir einmal, gibt es ja jeden Monat bei Wootbox, die Chance bei allen Abonnenten. Bei allen Abonnenten gibt es die Chance, einmal im Monat eine 2000 Euro Wootbox zu bekommen. Diesen Monat wäre nämlich das der Gewinn gewesen. Eine 74 cm große Statue von Superman. Oh,
eine Switch in Pikachu, beziehungsweise im Pokémon-Style mit dem Spiel Let's Go Pikachu, genau. Eine Street Fighter Arcade-Automat. Dann ein Replik vom Boba Fett Sklave 1 von Star Wars. Ich habe leider keinen Plan, was es genau ist, weil ich kein Star Wars gucke. Minuspunkte. Und das Coolste, wo ich mich hätte richtig gefreut, wäre das Schwert von Jon Snow aus Game of Thrones. Als Replik zum Aufstellen. Ich weiß nur nicht, wie groß das Schwert ist. Aber ich denke mal, eine Replik ist ungefähr die Größe eines normalen Schwerts. Gehe ich mal stark von aus. Das wäre wohl geil gewesen. Da hätte ich mich richtig drüber gefreut über sowas. Ja, das war Wootbox März. Leider die zweite Aufnahme, wie gesagt. Da geht so ein bisschen der Flair flöten von dem Überraschungseffekt. Naja, wie dem sei, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abonnement da. Oder Kommentare, würde ich mich auch sehr freuen. Feedback wäre auch klasse. Eigentlich wäre alles cool. Like natürlich auch super. Dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Obwohl die Tage werden jetzt wieder kälter ein bisschen. Wie es draußen aussieht, hat es wieder angefangen zu regnen. Oder es hat geregnet. Naja, in dem Sinne, hau da rein. Schönen Abend noch. Ach, Abend? Schönen Tag noch. Tschüss.